Hallo zusammen. Alle machen Fehler, das steht außer Frage. Aber wenn es sich bei Normalsterblichen um irgendwelche kaum merklichen Fehlgriffe handelt, wie sieht es eigentlich damit bei einem der größten Filmstudios der Welt aus? Ja, wir meinen Disney. Die Animatoren und Drehbuchautoren von Disney machen mitunter Fehler. Mal geschieht es gewollt, mal ungewollt. Und viele davon lassen sich sogar in ganz populären Filmen finden. Nehmen wir als Beispiel Der König der Löwen aus dem Jahr 1994. Die beliebte Geschichte von Simba ist gar nicht so perfekt, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch das Studio schien sich dessen bewusst zu sein, weshalb es versucht hat, in der Neuverfilmung keine Fehler des Originals zu wiederholen. Welche genau, erfahrt ihr gleich. Und übrigens, falls ihr das König der Löwen Remake noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden möchtet, hier ist eine Warnung, dieser Beitrag ist voller Spoiler. Lasst uns loslegen. Es mag euch beim Anschauen des Zeichentrickklassikers nicht aufgefallen sein, aber eigentlich handelt es sich bei Rafiki um eine Art Spider-Man. Es ist nämlich ein unfassbar wendiges Lebewesen, das sogar eine steile Felswand erklimmen kann. Am Anfang des Trickfilms klettert Rafiki den Königsfelsen hoch, um Mufasa zu umarmen und das Löwenbaby allen Savannenbewohnern zu zeigen. Doch wenn man bedenkt, welchen Winkel dieser Felsvorsprung hat, kommt man zum Schluss, dass selbst der geschickteste Affe der Welt nicht in der Lage wäre, ihn zu besteigen und anschließend Mufasa zur Begrüßung in seine Arme zu schließen. Man denke außerdem daran, dass Rafiki eine Gehhilfe dabei hat. Und was macht es überhaupt für einen Sinn, diese Felswand hochzuklettern, wo man den Weg nach oben hätte nehmen können, den die Löwen benutzen? In der Neuverfilmung ist dieser alberne Moment nicht mehr zu sehen. Rafiki kommt auf natürlichem Wege aus einer anderen Richtung und versucht es nicht mehr wie ein Spider-Man rüberzukommen. Kurz bevor Simba den Tieren feierlich präsentiert wird, salbt Rafiki seine flauschige Stirn mit dem roten Saft irgendeiner Frucht. Aber es ist kein Obstsaft, sondern der Saft einer Baobabfrucht. Im Anschluss schüttet er Staub darüber, um das Gezeichnete schneller trocknen zu lassen. Es ist eine ikonische Szene, die viele eindrucksvoll fanden. Das Dumme ist nur, dass Baobabfrüchte weder Saft noch irgendeine andere Flüssigkeit beinhalten. Sie sind sehr trocken, haben weißes Fruchtfleisch und große Kerne. Es ist völlig unmöglich, irgendetwas damit zu zeichnen. Damit ließe sich höchstens etwas in den Bürgersteig hineinkratzen, aber ganz sicherlich kein welches Fell eines Löwenbabys färben. Statt einer Baobabfrucht kommen im Remake die roten Wurzeln eines unbekannten Gewächses zum Einsatz, aus denen Rafiki Puder gewinnt, indem er sie zerreißt. Genau das bringt den kleinen Simba, den man danach nicht mehr mit dem Sand bestreuen muss, zum Niesen. Aber das sind noch nicht alle Veränderungen, die die erste Szene erfahren hat. Im Remake von 2019 benutzt Rafiki die andere Hand, um Simbas Stirn zu färben. Im Zeichentrickfilm war es seine linke Pfote und in der Neuverfilmung verwendet er seine rechte. Das ist kein Zufall. In den restlichen Szenen des Zeichentrickfilms ist deutlich zu sehen, dass er Rechtshänder ist. Zum Beispiel in der Kampfszene mit Hyänen. Seht ihr? Er hält seinen Stock in seiner rechten. Wieso hat er das Löwenbaby ausgerechnet mit seiner linken Pfote gesalbt? Vielleicht hatte es eine tiefere Bedeutung, um die nur Rafiki selbst wusste. Womöglich ist es ein geheimes Ritual. Aber wahrscheinlich ist den Animatoren im Jahr 1994 einfach ein Fehler unterlaufen, den ihre Nachfolger korrigiert haben. Wo wir schon beim Thema Rafiki sind, was glaubt ihr, zu welcher Art er gehört? Im Originalfilm wird er immer wieder als Pavian bezeichnet. Sogar Rafiki selbst nennt sich so. Aber wenn ihr euch echte Paviane anschaut, wird euch klar, dass sie mit dem Charakter aus Der König der Löwen nichts gemeinsam haben. Rafiki ist ein Mandrill, doch auch von dieser Spezies weist er gewisse Abweichungen auf. Man nehme zum Beispiel seinen langen Schwanz. Kein Mandrill hat so ein prächtiges Körperteil. Man sagt, einige Disney-Animatoren nannten Rafiki sogar einen mutierten Affen. So komisch wirkt es aus der Sicht eines Zoologie-Experten. Im Remake hingegen behauptet Rafiki nicht mehr ein Pavian zu sein. Er hat auch ein anderes Äußeres erhalten. Nun sieht er wie ein hundertprozentiger Mandrill ohne langen Schwanz und sonstige Ungereimtheiten aus. Ein weiterer Fehler, der in der Neuauflage nicht mehr vorkommt, ist die Augenfarbe von Simba. Im echten Leben kommen Löwenbabys mit grau-blauen Augen zur Welt. Danach, etwa nach Ablauf von 2 bis 3 Monaten, werden sie orange-bräunlich. Es sei denn, es geht um einen Albino. Bei der Produktion des Remakes hat man diese Besonderheit berücksichtigt. Seht genau hin, am Anfang des Films hat Simba hellblaue Augen. Wenn er etwas älter wird, ändern sie ihre Farbe und werden braun. 1994 hatte das neugeborene Löwenjunge einfach dunkle Augen. Später wurden sie braun. Nala dagegen hat aus irgendeinem Grund durchgehend hellblaue Augen, obwohl sie eine ausgewachsene Löwin ist. Und übrigens, damit die Zuschauer eine enge emotionale Bindung zu den Figuren aufbauen, haben die Animatoren den Augen der Löwen menschliche Züge verpasst. Man sieht deutlich ihre Pupillen, Regenbogenhäute und das Weiß, obwohl die Augen echter Löwen ganz anders aussehen. Man hat natürlich auch Scars Augen geändert. Und wenn er im Original aus dem Jahr 1994 grüne und sehr böse guckende Augen besaß, so sehen sie in der Neuverfilmung ganz normal aus, vielleicht sogar ein wenig blass. Das gleiche betrifft sein ganzes Erscheinungsbild. Er wirkt viel realistischer, was viele Fans anscheinend nicht sonderlich erfreut hat.
Die Macher des Zeichentrickfilms waren bemüht, ihn möglichst farbenfroh und mitreißend zu gestalten, weshalb sie jede Menge verschiedener Tiere zeigten. Dumm ist nur, dass längst nicht alle davon in den Savannen Afrikas vorkommen. Und einige scheinen sogar extra von anderen Kontinenten angereist zu sein. Beim Song Ich will jetzt gleich König sein stapeln sich die Tiere aufeinander, sodass ein riesiger Turm entsteht. Einer seiner Ebenen bilden große Ameisenbären. Diese Lebewesen leben aber nur in Zentral- und Südamerika und würden bestimmt nicht den Ozean extra dafür überqueren, um mit Simba und anderen afrikanischen Tieren abzuhängen. Bei der Produktion der Neuverfilmung hat man genau darauf geachtet, dass im Film keine falschen Tiere auftauchen. Es sind weder langschwänzige Affen noch Ameisenbären zu sehen. Man hat sogar auf Ziesel verzichtet. Die einzigen Lebewesen, die sich in die Neuauflage von Der König der Löwen unberechtigterweise hineingeschlichen haben, sind Blattschneiderameisen, die nur in Nord- und Südamerika anzutreffen sind. Im Originaltrickfilm gibt es eine gruselige Szene, die auf einem Elefantenfriedhof spielt, zu dem sich Simba und Nala zusammenbegeben und wo sie im Anschluss in eine Falle der Hyänen tappen, die aus dem Schädel eines toten Elefanten herauskommen. Doch wenn man sich die Proportion genau anguckt, stellt man fest, dass dieser Schädel selbst für den größten Elefanten der Welt etwas zu groß wäre. Seht euch mal echte Elefantenknochen an. Keine ausgewachsene Hyäne würde es schaffen, sich durch die Augenhöhle eines echten Elefantenschädels hindurchzuquetschen. Würde sie es versuchen, würde sie dort für immer stecken bleiben. Was wir meinen, ist folgendes. Selbst wenn man annimmt, dass im Trickfilm die Überreste eines Mammuts zu sehen wären, macht es das Ganze nicht realistischer. Deshalb wird im Remake eine überarbeitete Version dieser Szene gezeigt. Und zwar, die Hyänen lauern auf Simba und Nala einfach in einer Höhle. Apropos Hyänen. Im alten Trickfilm wird der Fokus auf ihre Dummheit gelegt, aber das entspricht nicht der Realität. Denn echte Hyänen sind schlaue, gewiefte und sehr gefährliche Raubtiere. Sie wären es sogar wert, die Protagonisten eines eigenen Animationsfilms zu werden. Deshalb klingt und sieht Shenzi im Remake, die 1994 von Whoopi Goldberg vertont wurde, weitaus bedrohlicher aus als im Original. Diesmal wurde sie von Florence Kasumba synchronisiert, einer Schauspielerin, die man aus Black Panther und anderen Marvel-Streifen kennt. Obwohl es sich bei den Hyänen auch in der Neuverfilmung um Schurken handelt, sehen sie darin nicht mehr so albern aus wie früher. Now this is a meal I've waited my whole life for. Ihr dürft inzwischen erkannt haben, dass die Macher des Remakes sehr großen Wert auf Realismus gelegt haben. Es handelt zwar nach wie vor von sprechenden Tieren, aber der realistische Anspruch ist trotzdem nicht zu übersehen. Wir leben ja schließlich im 21. Jahrhundert. Es ist an der Zeit, alles möglichst realitätsnah zu gestalten, einschließlich Kleinigkeiten. Erinnern wir uns an die erste Begegnung von Timon, Pumba und Simba. Das kleine Erdmännchen hebt mit Mühe die Pfoten des Löwenbabys an und erst dann wird ihm klar, dass es ein Löwenjunge ist. Es bekommt danach einen Schreck. In der Neuverfilmung verzichtet es auf das Gewichtheben. Stattdessen erkennt es in Simba einen kleinen Löwen, nachdem er sich seine Zähne anschaut. Die Zähne eines Raubtiers sind ja nicht mit etwas anderem zu verwechseln. Das ist ein Löwe! Renn um dein Leben! Warte, Pumba! Warte, Timon, warte! Es ist nur ein kleiner Löwe! Auch die Szene, in der Nala Pumba nachjagt, ist realistischer geworden. Im Original hat Pumba es ziemlich albern versucht, sich zu retten und ist dabei obendrein unter einer Baumwurzel stecken geblieben. Spaß muss natürlich sein. Das witzige Pärchen, also das Warzenschwein und das Erdmännchen, wurde schließlich genau deswegen in die Handlung eingeführt. Doch im Remake sieht die Verfolgung sehr ganz anders aus. Da bleibt keiner stecken, weil sich Pumba seine Körpergröße genau bewusst ist. Stattdessen rutscht er auf einem bemoosten Stein aus und wird in die Ecke getrieben. Aber nur, um von Simba im allerletzten Augenblick gerettet zu werden. Aufmerksamen Fans von Der König der Löwen ist sofort aufgefallen, dass die Wiedersehensszene von Simba und Nala im Remake anders aussieht als im Original. Im Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1994 reiben die Figuren die Köpfe aneinander, freuen sich darüber, dass sie wieder vereint sind und lassen ein charakteristisches Geschnurre vernehmen, genau wie Hauskatzen. In der Neuverfilmung hört man so etwas gar nicht. Womöglich wurden die Laute im Nachhinein herausgeschnitten, weil echte Löwen nicht schnurren. Sie geben zwar Laute von sich, aber diese unterscheiden sich stark von denen der Hauskatzen. Das behaupten jedenfalls Experten. Auch die berühmte Liebesszene wurde geändert. Ihr erinnert euch bestimmt an den Blick, den Nala Simba zuwirft, nachdem die beiden eine Böschung heruntergerollt sind. Naja, so ein Verhalten kommt bei Löwen gar nicht vor. Kein Tier kann so gucken. Im Zeichentrickfilm von 1994 erinnern die Savannenbewohner zu sehr an Menschen, weshalb Nala wie eine echte Verführerin rüberkommt. Im Remake wurde ihr Blick durch ein zärtliches Ablecken ersetzt, was der Realität viel näher kommt. Im Zeichentrickfilm von 1994 wird Rafiki bewusst, dass Simba immer noch am Leben ist, nachdem der Löwe sich auf irgendwelche Blümchen und Baumblätter fallen lässt. Im Anschluss werden diese vom Wind auf mysteriöse Weise über mehrere hundert Kilometer direkt zur Behausung des weißen Affen befördert. Rafiki tut die Blätter und die Blumen in einen leeren Schildkrötenpanzer, beschnuppert sie und dann klingelt es bei ihm. Wenn man so nachdenkt, ist das Ganze alles andere als logisch. In der Neuauflage wird uns eine viel originellere und realistischere Lösung präsentiert. Man zeigt uns einen dramatischen Weg von Simbas Fellknäuel.
Es fliegt, schwimmt, steckt eine Zeit lang in einem Nest, landet anschließend auf einem Baumblatt, wird von einer Giraffe verspeist, von einem Käfer, vom Wind und anschließend von einer Ameise in den Baum von Rafiki getragen, der dann alles versteht. Simba. Und zwar ohne den Schildkrötenpanzer. Die meisten Fehler, die wir erwähnt haben, wurden von den Machern des Animationsfilms absichtlich gemacht. Die einen erfüllen einen Unterhaltungszweck, die anderen sorgen für Abwechslung und die dritten sind einfach nur da, weil die Macher es so wollten. Was aber den letzten Fehler angeht, so geht es dabei um einen echten Filmpatzer. Nachdem Simba nach dem Kampf mit Scar einen Felsen herunterkommt, verbeugt sich Zazu vor ihm und sagt zu ihm Ihre Majestät. Genauer gesagt scheint er es zu sagen, da er seinen Schnabel aufmacht. Doch diese Worte wurden einfach herausgeschnitten, als hätte er etwas Obszönes von sich gegeben. Stattdessen hört man Musik und Regen rauschen. Im Remake wurde dieser Fehler behoben, indem man Zazu zur Sprache kommen ließ, der seinen König entsprechend der Förmlichkeit anredete. Your Majesty. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!